Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen zu einem weiteren Part Total War Warhammer 3, die Immortal Empires Kampagne mit dem Franz. Yes. Genau, der hat beim letzten Mal Karknorn eingenommen. Die zwei anderen Siedlungen lassen wir mal. Ich möchte jetzt in dem Part ganz gerne hier diese Questschlacht machen. Die dürfte Teil vom Endgame-Event sein. Es sammelt sich eine feindliche Streitmacht. Das könnte ein halbwegs interessanteres Ding noch werden. Des Weiteren haben wir beim letzten Mal angefangen, Albion zu invasieren und haben hier die Geisterinsel ausgeknipst. Bis wir das weiter machen können, dauert es noch ein Weilchen, weil die Armeen natürlich gerade Verschleiß fressen. Da hat es natürlich Chaos, Korruption wie Sau. Wobei gut 69, das könnte eigentlich schlimmer sein. Der Häuptling von die Wannerheimlinger ist hier unterwegs. Vielleicht können wir da hier mit Boris gleich nochmal umdrehen, bevor wir Lyonesse wieder verlieren. Und das Endgame-Event ist irgendwie da oder auch nicht. Hat beim letzten Mal fast so gewirkt, als hätten sie das Endgame-Event ein bisschen umgedreht, weil das der Questschlachten spawnen im eigenen Territorium wäre mir jetzt neu. Es ist aber auch schon ein Weilchen her, also vor dem Run, der letzte Immortal Empires Run mit Wulfric, der war, glaube ich, im Jänner oder sowas zu Ende. Und im Juli habe ich angefangen hier mit Karl Franz. Soll heißen, da ist ein halbes Jahr vergangen dazwischen. Da kann sie ja ein bisschen was tun. Wenn ich schon Wulfric erwähne, irgendwie ganz witzige Geschichte. Ich habe am Vormittag hochgeladen, den siebenten Part von dem angespielt mit Yuan Bo. Und genau, direkt danach, weil noch Zeit war bis zum Mittagessen, wollte ich den 31. Part hiervon hochladen, von diesem Run. Und bin jetzt bei Part 31 draufgekommen, dass ich die 30 Folgen davor die falsche Playlist in der Videobeschreibung unten dabei hatte. Wie das gegangen ist, weiß ich nicht. Ich habe einfach in Part 1 irrtümlich die Playlist von Wulfric genommen, habe die unten reinkopiert und habe die ganzen 30 Parts danach nicht geschaut und habe immer die falsche Playlist reinkopiert. Jetzt habe ich vorher alle Videos nochmal... plus 1 Autorität, bitte. Jetzt habe ich vorher alle Videos noch einmal durchgesehen und habe überall die verlinkte Playlist abgeändert. Wie das gegangen ist, weiß ich nicht. Vor allem spannend, dass mir das von Juli bis jetzt in den Oktober hinein nicht aufgefallen ist. Hm? Okay, jetzt kriegen wir Verschleiß anstatt Verstärkungsrate. Gut, wer auch immer das versteht, wir schauen, dass wir Gas geben und in unser Gebiet kommen. Du kommst da dazu. Der wird dann Karak Asgaras kolonisieren. Gibt es nur irgendwelche saftigen Ausbauten, die wir uns leisten können oder auch nicht? Würde mich jetzt interessieren, wo der liebe Wannerheimlinger abgeblieben ist. Ob sie der nicht hier irgendwo versteckt im Nebel. Oder so. Dann ist die Frage. Sollen wir dazukommen? Ich glaube, wir kommen nochmal dazu. Ich glaube, wir kommen nochmal hier oben dazu. Aber du kannst dir über den Schatz fahren dafür.
Ah, da ist Bellacor wieder. Gut, das machen wir automatisch. Wie gesagt, ich bin aus in dem Part drauf, die Schlacht mit Karl Franz zu machen. Du kampierst jetzt auf jeden Fall. 8000 ist okay. Protector of the weak. Honored to serve. What? Wir können eigentlich übersetzen auf die Hauptinsel. Moving off! Praise be to Sigma. I will not obey. Wir könnten eigentlich fast uns noch ein bisschen. Eigentlich könnte man dann schon Konkata belagern. Ja komm, dann rennen wir einfach mal ein bisschen vor. Dann können wir hier in der nächsten Runde Konkata belagern. Respektive vielleicht kommt er dann dazu. Ja, dann machen wir das anders. Dann gehst du ins Gewaltrudern. Und der wird dann von hinten die Bleizitadelle holen. Yes, my lord. So weit, so gut. Ready. Yep. Du bist noch gezeichneter, als du eh schon bist. Gut, Balthasar. Dann hätten wir hier nach Süden verlegt, wobei jetzt gar nicht so die Notwendigkeit hier besteht. Wobei man nicht weiß, wenn Setra hier irgendwie ein Blödsinn einfällt, dann vielleicht schon. Aber für den Moment kann er mal wassern. Und hier mal ein bisschen sich das Schiffswrack gönnen. Da unten ist schon einiges los. Das dürften halt dann schon die Endgame-Armeen sein. Respektive, wir haben immer noch nicht. Es kommt ja eine vierte Siegoption, ne? Wenn man die Endgame, das Endgame-Event hat. Das ist bis jetzt aber immer noch nicht der Fall gewesen. Wirkt wirklich immer mehr so, als hätten sie tatsächlich die Endgame-Events ein bisschen überarbeitet. Hier die Schnischt gedenkt. So, du kommst dazu. Na, du kommst nicht dazu. Kannst du den? Nein, nicht Belegar. Ja, genau, den. Death is certain. Den. Pointless. Her calls to me. Gut, jetzt haben wir noch einiges an Geld, das wir anlegen können. Nee, 14,4. Mag irgendwer noch irgendwelche Deals? Alario the Everqueen. Ja gut, ist okay. Militärischen Zugang heben wir uns noch auf. Fürs nächste Mal, wenn wir eventuell irgendetwas noch brauchen an Geld, irgendeinen Handelsdeal oder irgendeinen diplomatischen Deal. Jo, und Nullen. Ja, ein paar andere entscheiden. Ist okay. Gut. Wo kommst du zu? Sorry, ich drücke gerade ein bisschen auf die Tube. Ich würde diese Questschlacht ganz gerne noch machen. Und ich habe jetzt leider heute nicht mehr ewig viel Zeit. Ja, wobei gut, geht noch. Aber ich habe heute auf jeden Fall noch einen Termin wahrzunehmen.
an diesem Sonntag, am späten Nachmittag. Deswegen drücke ich da ein bisschen drauf, dass sich das mit der Questschlacht dann auf jeden Fall noch ausgeht. Ach Gott, jetzt kommen die ganzen Unterstädte. Das ist definitiv Endgame bezogen. Weil sonst vorher war eine Ruhe, was Unterstädte betrifft. Oder sie waren halt schon immer da und wir entdecken sie jetzt erst. Erinnert halt die Mechanik an den Changeling. Oder in Wahrheit wird es eher umgekehrt sein. Aber ich bin mit dieser Unterstadtmechanik halt mit dem Changeling, durch den Changeling ist das erste Mal in Berührung gekommen. Deswegen. Deswegen erinnert mich das eher an den Changeling. Und nicht umgekehrt. Gut, also. Unterstädte machen wir weg. Dann die Grimmfeste. Und Drakenhof natürlich auch noch. Wo immer die Grimmfeste ist. Ah. Okay, dafür haben wir gar keine Kohle mehr. Favored, Queen of Avalon. Okay. Alariel's Champion. Alles klar. So schnell kann man Boden gehen, was das Geld betrifft. The nation calls. Wollte gerade sagen, wir sind ja schon raus aus dem Hochgebirge, da werden wir ja wohl jetzt nicht noch Verschleiß fressen. I am a supreme patriarch. Du gibst Gas. Der Mr. Wiggle. Dann belagerst du einmal. Er wird bombensicher einen Ausfall machen. Death to the faithless. The nation calls. So, und du kommst dazu. I refuse. Pick up the pace. Dann sollte das jetzt eigentlich auf beide gehen, ne? Ja. Und wir hätten immer nur eine Niederlage. Gigantisch. Bei Sigma! Ja, dann brauchen wir vielleicht doch Boris mit dabei. What does the Emperor bid? This will bolster the nation! Move! Gut, dann machen wir das in Gewaltrudern, dass wir nächste Runde auf jeden Fall. Da können wir schon an Land gehen. Ja, vielleicht, hoffentlich können wir nächste Runde hier gleich angreifen. Wäre auf jeden Fall nett. So, Ulrich. Was machen wir denn mit dir? Sehr gute Frage eigentlich. Komm,
Genau, du kannst ja mal in die Richtung dazu gehen. I am Prince and Emperor. Richtung Plutonia. Ja, und ich würde sagen, den ganzen Rest schenken wir uns jetzt einfach. Und bleiben weiter ein bisschen auf der schnelleren Seite unterwegs, was den Rundenfortschritt betrifft. Denn, wie gesagt, Karl Franz und so. Wir brauchen jetzt mindestens auch noch eine Runde, was Verstärkungsrate betrifft. Die nächste Unterstadt. Man ja, passt ja auch zum Endgame-Event von den Skaven, dass dann überall anfangen, die ganzen Unterstädte aufploppen, dass die dann überall sichtbar werden. Passt ja von der Logik her dazu, wenn man dann einfach alle Skaven-Fraktionen hat, die irgendwie durchdrehen, dass dann plötzlich rauskommt, dass unter jeder Stadt, unter jeder zweiten Stadt, unter jeder dritten Stadt, was auch immer, irgendwelche Skaven eigentlich hausen, dort unten, wo sonst die U-Bahn fahren würde, ne? Tauchen einfach in irgendeiner U-Bahn-Spur von der U3 oder sowas, tauchen plötzlich einfach Skaven auf. Okay, wir hätten einen knappen Sieg. Da wird man die Nahkampflinie verlieren vom Helmut. Das wäre mir aber soweit eigentlich, wäre ich eigentlich okay damit. Weil dann hätte man Bellacor ausradiert. Es wäre natürlich ein Mutz darum interessantes Ding, das händisch zu machen, aber wie gesagt, Karl Franz und wir reden hier von einer Siedlungsbelagerung gegen ein Fullstack. Oh, ich habe nichts gesagt. Ja, ich mache das aber doch automatisch. Als Feldschlacht wäre das durchaus interessant gewesen. Niederreißen. Als Feldschlacht wäre das durchaus interessant gewesen, aber mir geht es jetzt um Karl Franz. Das ist die Schlacht dieses Partes. Mordheim ist okay. Machen wir weg. Dann gibt es hier die Technologie für plus 1 Lehnstreue. Und hier machen wir die Unterstadt ebenfalls weg. Ist okay. Dann gibt es hier Stufe 2. Jetzt rennt der Turtu wieder herum. Sigmarite Archlector, I command here. Wir können hier nur besiedeln, aber dann wird es wieder länger dauern. Ach Gott. I see no other option. Ja, dann ist das halt so. Ich mag mich da jetzt nicht weiter aufhalten lassen. Gut, dann haben wir noch die eine Runde und können dann nächste Runde loslegen. Bring me to battle. Du wasserst einmal, dann schauen wir, ob wir diesen Wannerheimlinger irgendwo finden. Let us move. Ja, das passt. Dann gibt es Verstärkungsrate. Blödsinn, dann gibt es Level-Ups. Hast du? Ja, du hast ein bisschen Artillerie. Oder wir pushen die Kavallerie einmal. Und dann kannst du die eigentlich eh schon wieder am Rückweg machen. To strengthen the
Empire. Protector of the weak. Du bleibst in Lagerstellung. Dann gibt's 3 Level-Ups wieder. Aha. Sammeln und auf jeden Fall die Kampfeslust. Und halte die Stellung. Der liebe Herr Wissen. Der Herr Bieber. Der Justin, ne? Der Justin, der was eigentlich Conroy heißt. Gut. Du greifst an. Das wäre tatsächlich ein bisschen ein interessanteres Ding jetzt. Meine Wasser tut mir Verschleiß kriegen, wenn wir den eine Runde lang belagern. Reißen wir da wirklich einmal. Ich hoffe mal, dass wir da keinen Verschleiß fressen. Ich hoffe mal. Weitere Gebäude, die wir noch machen können. Ja, Grenzstadt ist okay. Oberstier. Ja, dann bauen Tempel. Ist zwar jetzt nicht so die dringende Angelegenheit, aber ist okay. Na, baut den Tempel nicht. Den Tempel bauen wir nicht. Du baust stattdessen Talapheim aus. Gut. Dann machen wir hier nochmal eine Agentenaktion. Irgendwas. Nature returns. Okay. Ja, dann speichern wir das jetzt und gehen gleich weiter. Vorher kriegt der Bruno noch Lug und Trug. Praise be to Sigma. Und sonst bin ich happy. Kann sein, dass wir jetzt irgendwen vergessen haben. Balthasar zum Beispiel. Aber hey. Dass in der Aufnahmesession noch irgendein interessanteres Ding ergibt. Gut, das mit der Bleizitadelle, das mit Konkata wäre auf jeden Fall fett geworden. Aber Chosen und so, nee. Zwei Fullstacks, 40 Einheiten koordinieren am Feld. Und damit eine Einheit, damit eine zweite Verstärkungsarmee unter KI-Kontrolle zu geben, habe ich auch nie groß gemacht. In keinem Total War-Teil. Da gibt es ja diesen bekannten Bug aus Rome 1, dass man dieses Haggerl, irgendwie manches Mal buggt. Jedes Mal, dass man sich dann wundert, wenn man dieses Haggerl eh rausgenommen hat, dann startet man eine Schlacht und dann steuert trotzdem die KI die eigene Armee. Dass man sich dann immer fragt, habe ich das jetzt rausgenommen oder nicht?
Ich glaube, da muss man zweimal klicken, um sicher zu gehen. Ich glaube, so war das. Ich würde das echt gern händisch machen, aber mir fehlt in dem Part jetzt leider die Zeit. Es geht jetzt um Karl Franz. Von daher machen wir das jetzt einfach. Gibt es hier noch irgendwas von Interesse? Ja, Bornstein. Okay, dann würde ich sagen, wir sind soweit einsatzbereit und schauen uns hier diese Unruhen in Übersreik jetzt an. Vorher gibt es einen Speicherer. Einen Speicherer machen wir. Ein Speicherer wird gemacht. So, und dann schauen wir mal, was das ist und was das kann. Sigmas Will. Alles klar. Gegen Backback. Könnte man sogar automatisch machen. Und es ist schier, es ist richtig schier, Rattlings. Aber gut. Dass wir sowas einmal gesehen haben. Kann ja nicht immer überall den leichtesten Weg wählen, das ist ja auch langweilig. Ja, stattdessen müssen wir schauen, dass wir halbwegs mobil bleiben, die Kavallerie schön durch die Gegend ziehen und schauen, dass wir mit der Kavallerie die Waffenteams bekommen. Bum bum haben wir ganz gut. Wir haben noch einen Zauberer, der aus der Ferne werkeln kann. Und ob da jetzt wirklich irgendwelche Verstärkungen noch kommen. Da war ja irgendwie was davon die Rede, dass da Verstärkungen kommen von den Zwergen und von den Waldelfen sogar. Mich sie seien ganz neugierig. Back, back. Yes, yes. Sorcerer, Inventor, yes, yes. Und der Lieblingsspruch vom ersten Skaven, der einen Twitch-Account hat, let them stream, stream. Gut. Wir stehen hier mal irgendwie vorne dran. Meat Shield und so. Panz. Ja, du bist der Flattermann, der kann ja auch versuchen, das Ganze ein bisschen zu umfliegen. So, stopp. Ah ja, perfekt. Mitten in unserer Reichweite. Gut, also. Dann ballerst du einmal auf die Rattlings. Du schießt auf die Rattlings. Komm, alle auf die Rattlings. Yes! Yes! Ja, braucht man.
Gut, die Demigreifen haben gar nicht so viel mehr Rüstung, aber halt dann doch mehr, doch spürbar mehr. We are Sigmas here. So. Gut, da haben wir schon Einheit in die Flucht geschlagen. So weit, so gut. Und da wird geballert. Auf die Dampfpanzer. Ratet jetzt mal, was ich vergessen habe, richtig, den Mahlstrom. Dafür gibt es jetzt einfach einmal einen Debuff. For France. Ja, dann gibt es dafür mal einen Wind. Der Wind. Weiß, wer ich bin. Der Wind. Treibt mich dorthin. Der Wind. Als Fliegen ein- und ausschalten. Die Empire is yours. So, schnappt euch einmal diesen Backback. Ja, der flieht ja schon. Okay, das war relativ souverän jetzt eigentlich. Muss man sagen. Wir reiben da einfach nur ein bisschen auf. Respektive, ihr knippt den Backback noch aus. Aber jetzt mal ganz ehrlich ein bisschen schlimmer vorgestellt. Man, wobei gut, es ist natürlich Karl Franz. In seiner ganzen Buffigkeit und allem, was er so drauf hat. Wir haben ja schon kräftiges, saftiges Spielzeug mit dabei. Dampfpanzer und so. Die schon ganz gut was aushalten. Ich meine, gut, er hat jetzt nie Gelegenheit bekommen, dass er wirklich lange und in den Dampfpanzern, einzelnen Dampfpanzer ins Fokusfeuer nimmt. Ich nehme mal an, wenn alle seine Rattlings irgendwie koordiniert und konzentriert auf einen Dampfpanzer geballert hätten, dann wäre der auch relativ schnell down gegangen. Aber er hat sie jetzt eigentlich auch aus der Entfernung schön zusammenballern lassen. Die Raketen haben ja schon eine Einheit in die Flucht geschlagen, noch bevor sie überhaupt losgegangen ist. Jo, war schon mächtig. Und gut, soweit. Man erzählt die Geschichte zweier Skaven, geboren von derselben Brüterin. Beim Durchstreifen der Wälder über ihrer Heimat trafen sie auf einen ausgehungerten Mino. Ein ausgehungerter Mino doch nicht. Gut. Mhm.
weiß. Einfach so. Jetzt. Okay. Summon the elect accounts. Champion of the faith. Das war die versprochene Verstärkung dann. Der Konrad. Ja. Ready. Könnte sein, dass wir den eventuell noch brauchen. I am Prince and Emperor. Falls da eventuell noch mehr solche Schlachten irgendwie aufkommen. In the name of Magnus. Die Frage ist halt nur, ob das sein wird oder nicht. Ja, und ganz ehrlich, 6 Helden. Dann nehmen wir den Volker vielleicht raus. Wobei, die sind alle Level 25. Ja, die können wir jetzt leveln, Freischnauze. Das ist natürlich saftig, ganz ehrlich. Aber irgendwie wäre ich dann doch ein bisschen neugierig, die Armee so zu verwenden, oder zumindest in etwa so zu verwenden, wie sie uns gegeben worden ist. Boah. Mampftraining, Klingenmeister. Dann kriegst du den Angriff. Dann kriegst du die tödliche Klinge, dann gibt's den Feindesjäger, dann gibt's den gezeichneten Veteran, dann gibt's den Klingenschild, den Ansturm, den Wundenschläger. Und nochmal Rüstung. Nochmal Nahkampfabwehr. Bitte sehr. Bitte sehr. Bitte sehr. Kampftraining. Ja. Endloser Köcher, dann hier, dann hier, dann hier. Und den Feindesjäger. Wie? Du bist ja Fernkämpfer, ne? Ja, geht das ja. Dann Nahkampfabwehr, dann den Schleicher. Dann machen wir mal das Durchwühlen. Opportunist. Eigentlich wäre Überlebenskünstler besser. Ja, dann halt so. Und noch die flinken Füße. Boah, so viel zum Leveln. Den Schutz, den Shell, das flammende Schwert, dann gibt es einmal Ausweichen, dann machen wir das und das. Dann die Feuersäule, okay, alle drei. Dann das, dann das, dann das. Und die durchschlagenden Feuerpfeile gibt es auch noch.
Dann hier und... Ja, der hat echt zu wenig Skills. Ach Gott, und dann Tain auch noch. Rechter Eisenbart. Oder Wanderer. Er macht den Hüter. Dann Resolut, ist okay. Dann hier Rune des Grimnir. Geschwindigkeit ist für einen Zwerg nie schlecht. Dann Nahkampfangriff, dann Nahkampfabwehr. Dann Feindesjäger. Dann den vernichtenden Angriff. Den gezeichneten Veteran. Gut. Ah, das ist Cleaven-Infanterie, alles klar. Wollen wir die mit Granatwerfer? Dann brauchen wir hier noch ein bisschen Infanterielinie. Die neben den Hammerträgern steht. Machen wir zwei mit B-Handkämpfer. Ja, und den Rest füllen wir auf mit Armbrustschützen. Jo, und dann brauchen wir eigentlich auch schon wieder bevorzugt Gebäude, die Kohle bringen, sagt er und baut eine Garnison. Sagt er und baut noch eine Garnison. Ja, nochmal. Okay. Balthasar schnappt sich noch das Schätzchen. Yep. Kommst. Das machen wir noch schnell händisch, dass es noch ein bisschen Action gibt. Dass wir noch ein bisschen was sehen können. Wird eh nur eine schnelle Artillerie-Bum-Bum-Nummer. Aber hey, was weiß man. Wie schnell man mit Balthasar, wie schnell man mit Balthasar wieder dazu kommen, eine schöne, gemütliche Schlacht zu machen. Weil wenn man es... mein gut, das gerade gegen die Skaven war doch auch nicht so anstrengend. Wie gedacht. Ja, da merkt man... Vielleicht merkt man an diesem Punkt ganz einfach, dass wir hier auf normal spielen. Wenn wir da auf schwer wären, unterwegs wären oder so, dann wären in dieser Schlacht mit Karl Franz die Rattlings ein bisschen konsequenter vermutlich zu Werke gegangen. Könnte man vorstellen. Vielleicht traue ich der KI ein bisschen zu viel zu, aber ja. Aber sagen wir es einmal so, für dahin fühle ich mich eigentlich mit normal, für Schwierigkeitsgrad normal, für Let's Play eigentlich ganz wohl, muss ich sagen. Schwer könnte in gewissen Lebenslagen auch mal gehen. Ui, eine Windchose, noch eine Windchose und noch eine Windchose. Aber was mich betrifft, ist ganz einfach normal vom Schwierigkeitsgrad her irgendwie so ein Garant dafür, dass sich das alles nicht zu sehr in die Länge dehnt.
dass man da nicht zu sehr mit ewig langen Kriegen zugange ist, die einen dann davon abhalten. Die Siegbedingungen zu erreichen. Ist hier ein bisschen schwierig zu sehen fast. Fokus den Leviathan. Yes. Dann gibt's hier die Hundis. Au! 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 Gut, ihr geht am Leviathan. Ihr pumpt einfach vor hinten ein bisschen. Sollte ganz gut reinhauen. Auf, bitte. Gut, und dann haben wir es eigentlich auch schon wieder, ne? Yep. Ein Kratzer durch einen Giftdolch, ein Schluck aus einem vergifteten Kelch, eine Kränkung der Ehre eines stolzen Kriegers. Im Laufe der Zeit kann all dies mehr Schaden anrichten als das Breitschwert oder die Axt. Alles ist Hackeln. Grimgorg. Mit den Oberharten seiner Schwarzorgleibwache im Rücken ist Grimgorg da Beste. Der leibhaftige und brutale Wille von Gorg selbst. Zeitumstellung und so. Heute war gerade Zeitumstellung. Bin gerade schon so ein bisschen wieder rausschauen beim Fenster und dann merkt man schon bald einmal wieder, jetzt ist gerade 16:45 Nachmittag, wie es heute dann plötzlich eine Stunde früher finster wird. Ne? Wer hätte es gedacht? Ey! Wobei gut, der Buff auf die die reduzierten Baukosten sind natürlich ebenfalls was wert, keine Frage. So, der Lea. Da war halt noch so ein Schatz gewesen. Aber wenn uns die Skaven rankommen lassen. Ja, ich würde sagen, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Wir sind. Ah, da ist ja schon einer. Wir sind ganz gut dabei. Würde ich sagen. In the name of Magnus. Wieder für den Part.
Die Level-Ups verteilen wir noch. Jo, und den ganzen Rest vom Schützenfest gibt es dann beim nächsten Mal. Jo, war aber soweit recht produktiv, dafür, dass wir auf händische Schlachten in der Aufnahmesession ein bisschen verzichtet haben. Ist ein bisschen was dafür dann da weitergegangen. 12 Siedlungen nämlich. Wie wir begonnen haben, waren wir unten bei 50. Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich nur noch die 8 Siedlungen. Und der Rest, was dann noch fehlt zum Sieg in der langen Kampagne, ist eben das Imperium noch restlich kontrollieren. Wir brauchen Hirschburg, wir brauchen den Krudenwald. Da werden wir uns vermutlich mit Laurelorn anlegen müssen. Sprich, dann könnte man die ganze Armee da eigentlich rüber verlegen. Zurück ins Imperium, zuerst die Waldelfen. Und dann, ja, müssten wir uns halt mit Nordland anlegen. Wäre ein bisschen schade. Als letzten Kriegsgegner aber ist so. Hier mit Krugenheim, hier Stirland, werden wir irgendwann mal konföderieren können. Die sind schon auf 10. Aber ja, und mit Nordland plus 5, sobald die Technologie durch ist, plus 6 halt dann. Wären halt immer nur 4 Punkte für irgendwelche zufälligen Ereignisse. Das wäre halt schon, könnte dann schon noch dauern. Aber ja, also irgendwie, weiß ich nicht, 7 Parts, 8 Parts oder sowas und wir hätten es. 6 Parts. Jo, auf jeden Fall geht es langsam dann in Richtung Zielgerade. Es wird fantastulös. Und mit diesen Aussichten verabschiede ich mich. Ich bin der Doc von Gfunden Games und ich sage Grüß euch und Tüdelü.